Shalom und doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Gott Millstone. Da wir ja nicht mehr über Sümpfungen, Pümpfungen sprechen und wir nun schon wissen sollten, dass sowohl der Öffnung Microchip als auch diese Sümpfung, Pümpfung für die, die in der Wahrheit sind, zumindest nicht genommen wird, haben wir da dennoch etwas, was sich Lockdown nennt, beziehungsweise was sich das Eingreifen in so gut wie der ganzen Welt nennt, durch eben solche Sachen, von der wirtschaftlichen Seite und daraus entstehenden Effekten ganz zu schweigen. Aber wir haben in der kurzen Zeit, wo darüber gesprochen wurde, dass nun keine oder dass der Virus so ein bisschen schon gegangen ist, gab es tatsächlich Israeliten immer noch und allgemein Leute, die denken, jetzt sei alles vorbei und jetzt herrscht Frieden oder sonstiges. Natürlich wird nie mehr so etwas wie ein Leben wie vor dem Coronavirus möglich sein, nicht weil der Virus jetzt irgendwie halt mal da war und ja, und wir haben den besiegt und 2030 erinnert man sich an so eine Sache wie Coronavirus hieß. Das meine ich nicht. Das ist ganz sicher nicht gemeint, sondern das gemeint ist, die Eliten, welche the wicked according to the Bible sind, gemäß der Bibel, haben mit diesem sogenannten Coronavirus ein Ende oder eine bestimmte Zeit angeschnitten, das für alle Leute klar sein sollte. Die Satanisten machen ernst und sie reißen euch damit rein, ganz egal, ob ihr das wollt oder nicht. Okay? Also es ist echt schmerzhaft. Schmerzhaft mit... Was heißt schmerzhaft? Es ist echt... Es tut schon fast dem Gehirn weh, wenn man tatsächlich mitbekommt, dass es Leute gibt, die denken, alles wird wie zuvor und lauter so Schwachsinn. Also bitte. Na, egal. Sollen sie glauben, ist auch gut so. Okay, ich glaube, für die gibt es da auch nicht mehr viel. Lockdown in Deutschland wegen Ausbreitung der Delta-Variante könnten bald schärfere Maßnahmen tun. Also die glauben wirklich, dass sie jetzt hier einfach so dicht machen und ja, Coronavirus besiegt und so ein Schwachsinn. Also, ich weiß nicht, ob die Leute das selbst glauben, ja. Lass uns mal kurz schauen, was wir ganz kurz für ein Scripture rausholen können, um ein bisschen aufzuzeigen, dass eben nicht, dass wir eben in einer ganz interessanten Zeit sind hier. Okay, und das ist hier sozusagen the Devil. Okay. Oh, Android Cosmos, Free Trade Leiste. Interessante Nachrichtensenderseite, schaue ich mir mal an. Erstmal Lesezeichen versetzt. Devil Great Ref. Also die Wicked Eliten, Level 100 Edomiter, etc., wissen, in was für einer Zeit wir leben. Level 1 bis 15 weiß es natürlich nicht, also kann man es den Leuten gar nicht mal übel nehmen. Wobei man schon wirklich eine Lüge leben muss, um sich selbst einzusagen, dass Coronavirus nicht ein Ende markiert hat, sozusagen. Okay, auf hier dieses durch ein Blatt reden. Okay, das machen die Eliten seit dem Coronavirus nicht mehr, falls es dir nicht aufgefallen ist. Aber man muss natürlich auch, sage ich mal, sich einigermaßen für irgendwas interessieren, was irgendwie ernsthaft über deine Zukunft etwas aussagen kann. Okay, um ja sowas zu verstehen letzten Endes, okay. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, wie viele Videos von Politikern ich gesehen habe, die über den Coronavirus sprechen, als würde es keine Politik mehr geben. Und sie waren im Geschehen. Okay, Experten hier, Experten da. Okay, und die Leute, die interessieren sich nicht mehr für Experten, die interessieren sich eigentlich für gar nichts, okay, was ihnen irgendwie Wissen bringt. Okay, deswegen schätzen wir das so, wenn wir so viel Wissen von den Ältesten und Aposteln bekommen, da wir wissen, dass dieses Wissen uns sozusagen den A retten kann. Beziehungsweise erstmal unsere Stabilität ist und am Ende, naja, uns natürlich auch den A rettet. Okay, es steht drin, dass meine Leute zerstört sind für ein Fehlen von Wissen. Also es steht nicht umsonst drin, sondern es heißt explizit so, dass 2/3 Israels tatsächlich der Hauptgrund, dass sie sterben müssen. Und es wird sogar besser für sie dadurch.
zu ihrem Besten sozusagen sterben müssen. Liegt tatsächlich an dem Fehlen von Wissen, das sie haben. Okay. Buch der Offenbarung 12 und 12. Therefore rejoice ye heavens, also darf oder deswegen freut euch ihr Himmel und ihr, die darin wohnt. Würde heißen, alle Israeliten, ein Drittel Israeliten, 144.000 Auserwählten, sind hier gemeint. Natürlich auch die Ältesten, die Wesen vor Gott, Yahweh, Bahashai, also Vater und Sohn selbst, alle himmlischen Sphären quasi, alles, was darin wohnt, also die Engel und so weiter und so fort. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, also sagen wir es mal so, Zerstörung und ja, keine gute Zukunft sozusagen, okay, für sozusagen die Erdbewohner, womit wir Menschen gemeint sind, okay. Vor allem die, die kein Wissen haben. For the devil is come down unto you having great wrath. Also die Täuscher sind zu euch runtergekommen, haben große Wut. Wer sind die Täuscher? Die Eliten, die es schaffen, dass Leute tatsächlich glauben, sie würden gute Absichten gegenüber sogar ihrem eigenen Volk, sozusagen ihrer eigenen Abstammung, weil es gibt 18 Nationen gemäß der Bibel und die super, super Eliten sind alle Esau sozusagen, speziell Amalek sogar noch. Naja, und diese, lese mal die Georgia Guidestones, okay, das sind nicht viele, da würden mindestens auch die Hälfte und sogar viel, viel mehr von ihren eigenen Leuten auch gleich mitsterben, wenn sie das wirklich so machen, wie es da steht. Die billige Kopie sozusagen, statt den 10 Geboten halt, die 10 Gebote der Wicked sozusagen, okay, Georgia Guidestones. Wenn du glaubst, es hat ein Penner dahingestellt, die Steine, dann frage ich mich, wieso die dort immer noch stehen und wie er sie dorthin gebracht hat. Und außerdem kann er sehr gut Sprachen sprechen und schreiben, offensichtlich. Okay, in solch einer Perfektion. Aber du weißt, was ich meine. Du hast einfach, oder du hast Wissen, falls du denkst, die stehen da einfach so. Okay, du hast Wissen. Also nicht, du hast besitzt Wissen, sondern du verabscheust Wissen. Verstehst du? Das würde ich eher glauben. Aber gut. Lass uns ab Vers 9 lesen. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, siehst du? Also der Drache, der Täuscher, wurde rausgeschmissen sozusagen. Und Satan, was die ganze Nation Esau Edom, Esau ist Edom laut der Bibel, aber speziell jetzt hier die ganze Nation darstellt. Okay? Das heißt, in dieser Zeit leben wir, wo das alles passiert. Okay? Which deceived the world, welcher die Welt, die ganze Welt täuscht. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Also sie leben nicht mehr in den Himmelssphären, natürlich schon, weil sie halt spirituelle Wesen sind, aber sie werden halt aus den heiligen Sphären halt rausgeschmissen sozusagen. Du weißt schon, was ich meine. Wie Satan, der ja auch halt sozusagen, egal wo er sein Nest bauen würde, er wird runtergeschmissen werden von dort. Was natürlich auch über Esau redet, da siehst du schon bestimmte Verwandtschaften, bestimmte Verwandtheiten. Okay, Obadja, gutes Buch, um zu verstehen, wer Esau ist, der sogenannte weiße Mann. Wobei nicht jeder sogenannte weiße Mann Esau ist. Okay, es gibt 18 Nationen, wie gesagt. muss man auch ganz klar sagen, es gibt auch sogenannte schwarze Edomiter. Okay. Aber natürlich hauptsächlich sogenannte Weiße. Aber sowas von. Lass uns weiterlesen. Dachte gerade ein Chariot. Also ich habe vorhin auf jeden Fall eins gesehen. Aber ich wollte nicht extra noch hier ein Foto machen. Weil es auch ein bisschen dunkel ist. Es wird zu schlecht erkennbar sein, wenn ich jetzt ein Foto mache. Also wieso? And I heard a loud voice saying in heaven. Also er hörte eine laute Stimme sagen im Himmel. And the king, Salache. Now is come salvation. Jetzt ist Rettung, Heil, das Heil sozusagen gekommen.
und Stärke und das Kingdom von unserem Gott, also das Königreich unseres Gottes, was sozusagen dieses Meer ist, wovon du hier einen Tropfen lediglich hast, von Leben und von Schönheit. Also wenn sich irgendwas lohnt, dann dafür zu arbeiten und alles dafür zu tun, nicht nur da reinzukommen, sondern dort auch einen guten Lohn zu bekommen. Als hebräischer Israelit natürlich, sonst bekommst du da eher Sklaverei. Ja. Besonders wenn du Esau bist. Glaub mir, Sklaverei ist auch eine Form des Gerichts, wie es ein Bruder gerade so schön gepostet hat. Eine sehr harte Summe. Aber das haben sie alles verdient und wir können es nicht mehr ändern. Selbst wenn wir der Meinung wären, die 144.000 hoffnungsvollen Auserwählten, dass ihr keine Sklaverei verdient, verdient ihr sie trotzdem und ihr Haber würde alles tun, um es auch so zu vollenden. Weil ihr es einfach verdient habt. Und der Meinung sind wir definitiv auch. Weil ihr es einfach zu weit tritt. Okay? Und die Kraft unseres von Jehovah-Schei, weil er wird über alle regieren im Königreich Jehovas, weil er unser großer Bruder ist sozusagen. Okay, er ist unser Anwalt vor Jehovah. Okay, wenn wir mal wieder Scheiße bauen, siehst du? For the accuser of our brethren is cast down, also der Beschuldiger ist sozusagen zerstört. Okay, das trifft es am besten. Oder außer Kraft gesetzt, welcher uns Tag und Nacht eben wieder Gegenanwalt sozusagen, okay? Muss dir vorstellen, du hast den Richter Jehovah, Satan kommt, macht seine Anwalt-Dings-Zeug, nur Schlechtes, über die 145.000 hoffnungsvollen Auserwählten, über die ist hier definitiv die Rede, okay? Welcher auch Esau ist, und dann hast du Anwalt Jehovah-Schrei, okay? Bei den hoffnungsvollen Auserwählten ist es so, die sind schon vor Erschaffung der Erde auserwählt worden. Das heißt am Ende, dass sie es schaffen werden und dass ihre Sünden bedeckt werden durch ganz genau was? Lesen wir. And they overcome him by the blood of Lamb, weil wir ihn überkommen haben, Satan und so weiter. Gibt es auch in Scripture. Das heißt, ihr habt den Schlechten sozusagen überwunden, welcher Esau ist. Okay, das heißt, wir machen es als Sieger daraus. Okay, zwei Drittel Israels und die Heiden nicht. Okay. Jehovah sendet den Fluch, welche die URPs sind, und sie kommen schon nicht mehr klar. Wie viel mehr da noch seine unendliche Macht, die noch nicht mal irgendwas Materielles, auch wenn die URPs nicht wirklich so materiell mehr sind, irgendwie verwenden, okay, aber okay. Du liest auch was von, ohne dazu tun, von Menschenhand und. Das heißt, wenn Jehovah zurückkommt, das ist alles spiritual, das ist very heavy und was wir immer sagen, ist, ein Engel könnte die ganze Erdbevölkerung zerstören in weniger als einem Tag. Okay. Okay, der kann fliegen und so. Okay, und der kann voll krass zerstören und so. Die Leute haben keine Ahnung. Wie gesagt, die kommen noch nicht mehr mit so einem Fluch klar. Okay. Von Jehovah eingesetzt natürlich. And they overcame him. And by the word of their testimony, also das, woran wir glauben, was wir aussprechen. Nicht zu vergessen, ganz, 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 ganz wichtige Scripture. Vergesst es nicht, wenn du einer der Hoffnungsvollen bist und du hörst mir zu. Bei deinen Worten wirst du gerichtet. Das heißt, wir passen sehr auf, was wir sagen. Und das, was wir im Endeffekt hauptsächlich sagen, ist, dass halt, was wir sagen werden, ist, lieber kannst du mich töten, als dass ich sozusagen nicht mehr an den Namen Jehovah gegeben vom Himmel. Baha'sham, Jahwa Schall, glaubt. Verstehst du? Das ist im Endeffekt unser Testimony, was hier beschrieben ist. Lies doch was von, und ich sah die Seele derer, die geschlachtet wurden, sozusagen geköpft halt wurden, aufgrund des Zeugnisses von Jahwa Schall und wer sie für Gute gehalten haben, sozusagen. Es gehört natürlich alles in einem dazu. Ohne tun, machen, nichts glaube, laut Bibel, bist du Lügner, ja, wenn du anders denkst, weil, okay, die Bibel ist da eindeutig, okay. Die Dämonen wissen auch, dass es Jehovah und Jehovah-Schall gibt. Die wissen wahrscheinlich sogar die echten Namen. Natürlich wissen sie die echten Namen. Jehovah-Schall. Okay, wo ist jetzt der Unterschied von dir zu diesen Dämonen? Ganz genau, es gibt keinen. Weil du genauso wenig machst daraus. Okay? Sollst du die Gebote nicht halten und dein Bestes tun, um sie zu halten und so weiter und so fort. Keine Arbeit machen. Also ich meine jetzt predigen. Okay? Okay.
And they loved not their lives unto death. Natürlich lieben wir nicht unser Leben, auch wenn wir versuchen, so ein bisschen hier Mensch zu sein und Humility zu zeigen, also Menschlichkeit zu zeigen. Vor allem gegenüber denen, wo wir wissen, denen können wir Gutes tun. Weil wir müssen auch aufpassen, wie wir Gutes tun. Okay? Und nicht jedermann, mit jedermann unrein machen, nicht jeden anfassen und und. Okay? Lass Vers 13 lesen und dann lesen wir kurz den Artikel, dann machen wir aus hier. Okay, beautiful. And when the dragon saw that he was cast onto the earth, als der Drache gesehen hat, dass er zur Erde heruntergeschmissen wurde, sozusagen, he persecuted the woman which brought forth the man child, verfolgte er die Frau, welche die Gemeinde darstellt. Du liest doch was von Yahweh Shai wird uns heiraten, sozusagen. Okay, und das sind wir. Die Gemeinde, die hoffnungsvollen Auserwählten, 144.000 GMS, hat die Wahrheit, ganz einfach. Okay, GMS hat die Wahrheit, fertig. Jeder, der die Lehre hat und vielleicht jetzt nicht unbedingt offiziell GMS heißt, drin ist oder wie auch immer, okay, oder halt noch neue irgendwie an die Wahrheit klaut und so Sachen, kriegt natürlich denselben Lohn, aber ist halt offiziell auch in dieser Lehre, die quasi undefiled beschrieben wird, laut Buch der Offenbarung 14 und 4. Und wir müssen undefiled sein, damit wir geheiratet werden. Sonst liest du was von kein Öl für die Kerzen mehr, ne? Wenn du das Gleiche mit den Jungfrauen kennst. Okay. Und dann liest du was von, ja genau, also das halt hauptsächlich, okay. Which brought forth the man child. And the woman were given two wings of a great eagle. Und der Frau wurden zwei große Flügel gegeben. Okay, würde heißen, wir sind diese Gemeinde mit den Flügeln, weil was wird passieren? Ein Exodus, der letzte Exodus, eine Rettung von nuklearen Zerstörungswaffen, die definitiv eingesetzt werden, ziemlich bald. Okay, eine Rettung vor Esau, der komplett seine Natur am Zeigen ist, der Zerstörer, wie so Ding, wie so Freezer von Dragon Ball Z oder so. So wird Esau sich selbst offenbaren. Die Bibel sagte sogar, dass er sich selbst offenbaren wird. Seine eigene Zunge wird ihn verraten. Das heißt, seine eigenen Leute gehen gegen seine eigenen Leute und so und verraten und. Okay, oder tun halt sozusagen bloßstellen und so, okay. Also davor werden auch die 144.000 Hoffnungsvollen im Endeffekt gerettet, auch wenn manche sterben. Okay. Bei den anderen sowieso alles Hoffnung verloren. Und ja, also im Endeffekt auch von den Plagen, die Yahweh auf die Erde schickt, welche ein bisschen mehr als nur alles voller Grashüpfer, 3 Tage Dunkelheit und so Sachen sind. Okay, das sind Sachen, die verstehst du nur, wenn du sie siehst, okay. Diese Dunkelheit allein, die damals in Ägypten war, die würdest du dir nicht vorstellen können, außer du wärst natürlich dabei gewesen, weil es nicht zu vergleichen ist mit dem, was, und die sprechen ja jetzt schon im deutschen Bereich sogar über einen Blackout oder halt eine Cyberattacke, die es halt hervorrufen könnte und muss sich selber ein bisschen damit befassen. Vielleicht mal auch ein Video demnächst oder so, mal schauen. Jedenfalls, alles, was diese Wicked Eliten machen, vor allem gerade Coronavirus nicht zu übersehen, hoffe ich zumindest, außer, naja, ist halt, wow, da ist mein endes fette Chariot. Warte, ich muss das Foto machen. Wow. Alter Falter. Zieh dir das Chariot mal rein. Alter Falter. Ey, ich glaub's nicht. Okay, und es ist wie immer, okay, ein solcher Moment ist so unbeschreiblich, weil du verstehst, was für Mächte da unterwegs sind, okay? Ausgesandt von Yahweh, okay? Wie als ich letztens Bruder geschrieben habe, ja, ich habe schon wieder ein Chariot gesehen, während ich eine Lektion gemacht habe.
Meistens sehe ich eins, wenn ich eine Lektion mache. Er so, ja. Oder ich halt so, ja, okay. Er beobachtet mich halt. Ich mache halt eine Lektion so, ja. Er so, ja, muss. Ja, muss, natürlich. Ja, aber beobachtet uns die ganze Zeit, okay? Ist nichts irgendwie allzu Besonderes, weil auch ohne ein Chariot direkt über dir, okay, riesig, massiv, okay, ist ja ständig dabei, okay, und das sollte man zumindest bedenken, okay, bei allem, was man tut. Aber das ist halt nochmal ein anderes Gefühl, wenn du das Chariot direkt vor dir siehst und dir so denkst, wow, krass, okay, es könnte halt einfach ein Laser schießen und ich bin weg, oder mich halt hochbeamen und so und ich bin auch weg, okay. Wer weiß, okay, auf jeden Fall hat es was sehr Spirituelles, auf jeden Fall, okay, schwer zu beschreiben, das Gefühl. Das ist immer dasselbe Gefühl. Ich kann es nicht anders erklären. Manche Brüder wissen, was ich meine. Into her place. Okay, kann auch durch die Chariots sein. Okay, vielleicht ist es ein Zeichen. Ja, aber schau mal, Kakodash. Natürlich ist es ein Zeichen. Okay, die Chariots werden die Mass Salvation erst in diesem Sinn möglich machen. Es gibt einen Bibelvers, der spricht davon: Enter thou into my chambers. Also komm in meine Türen sozusagen rein. Bruder hatten Träume über URPs, also Chariots, die sogar gelandet sind und die Brüder nach Stämme sogar aufgeteilt haben, wer in was für ein Tor geht. Aber halt alle auf dasselbe Chariot oder ungefähr dasselbe und wie auch immer. Okay? Weil wir wissen nicht, ob es ein großes ist oder viele kleine, das sehen wir halt alles, okay? Okay, aber richtig krass, ich glaube, ich habe noch nie so ein krasses Foto auf dem Chariot gemacht. Ey, das Foto, ey, gib's zu. Shit. Alter Falter, Mann. Okay. It's made my day, auf jeden Fall wieder. Where she noticed for a time and times and half time from the face of the serpent. Okay, und du kannst natürlich aus der Bibel ein Mathebuch machen, aber es bringt nicht viel, weil am Ende weißt du es eh nicht. Okay, und die Zeitrechnung, die die Ältesten und Apostel uns beigebracht haben und die wir verstehen, die ist mehr als nur ausreichend. Okay, weil wichtiger sind die dunklen Geheimnisse und die Parabeln, die nur die verstehen, die es verstehen sollen, nämlich GMS all the way down. Okay, weil es einfach so ist. Okay, wir haben genug Beweise dafür. Okay, und es gibt sogar einen Vers, der sagt, mach nicht mal so viel mit Leuten, die so denken, ist, wie die Bibel wäre nur ein Mathebuch oder so, oder die sich die ganze Zeit mit Geschlechterreihen und sowas auseinandersetzen und da ein bisschen zu viel sich da reinsteigern und was auch immer, okay? Ja, im Endeffekt tun sie so, als würden sie was wissen, dabei sind genau sie, die eigentlich gar nichts wissen, okay? Und das ist eben damit gemeint, wenn ich sage, die dunklen Geheimnisse sind wichtiger, der Bibel und die Parabeln und sowas. Weil Jehoshua sogar gesagt hat, dass er mit Absicht in Parabeln spricht, weil es nicht zu jedermann gegeben ist und bestimmte Mathebuch und so weiter Leute es einfach nicht verstehen sollen. Und es ist genauso gemacht, dass es eben nicht tut. And also sprich weg vom Angesicht der Schlange und so. And the serpent cast out of his water as a flood after the woman that they might cause it to be carried away with of the flood. Also sprich, viele werden halt auch von den Brüdern und Schwestern hier jetzt in diesem Moment sogar rausfallen. Es ist schon immer so gewesen, aber es interessiert uns nicht. Okay, am Ende werden nur die hoffnungsvollen Auserwählten, 144.000 zu Beginn oder vor Beginn der Erde, bevor der Erschaffung der Erde schon auserwählt, es sowieso machen. Wer das jetzt genau ist, wissen wir eh nicht. Aber es sind 144.000, will ich mal bauen. Okay, bundesweite Inzidenz wird leicht angestiegen. Ja, es wird noch mehr ansteigen. Okay, und dann vielleicht irgendeine andere Variante und wie auch immer. Jedenfalls, du musst überlegen, während sie das Ganze hier neue Varianten pushen sie gleichzeitig die Sümpfungen, Pimpfungen schon seit geraumer Zeit, sodass sogar schon mehr als die Hälfte überall fast schon gesümpft sind. Okay, nicht zu vergessen. Also es wird immer heikler und immer offensichtlicher für die, die es nicht sehen wollen, dass sie definitiv eine Lüge leben und diese Lüge so schnell in sich zusammenbricht, wie heute der Tag vergeht und dann wieder morgen ist. Aber hey. Könnte im Herbst ein weiterer Lockdown trauen. Natürlich kommt ein weiterer Lockdown. Diesmal wird es wahrscheinlich ein kompletter sein, weil der letzte, der dritte Lockdown von vorhin, das war kein wirklicher Lockdown. Okay? Was wir meinen mit letzter Lockdown ist wirklich ein, naja, so von Tür zu Tür gehen. Joe Biden spricht sogar davon, dass er es machen wird und den Leuten das Jab, also die Sümpfung, Pimpfung verpassen. Okay, so Tür zu Tür gehen, Scheiß. Okay, habe ich auch mal einen Traum davon gehabt. Ja, das wird kommen, also mit Militär und so, okay, marschiert bei dir ein, Chip oder Sümpfung, Pimpfung,
okay, während Leute schon geplagt sind von den letzten Plagen der Bibel und so, okay, da sind wir. Okay, sowas kommt ziemlich schnell über die Leute, weil sie denken, sie sind jetzt hier in einem Frieden, obwohl noch nicht mal ansatzweise irgendwas von Frieden die Rede sein kann, wenn man bedenkt, dass der Dritte Weltkrieg eigentlich nur so am Überkochen schon fast ist und naja, der Topfdeckel sozusagen schon die ganze Zeit hochhüpft. Okay, und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es komplett überkocht und der Deckel einfach wegfällt. Okay, einfach wegfällt, okay? Wird eine Sumpfauffrischung durch die Delta-Variante notwendig? Oh mein Gott, man sieht es schon kommen. Dann lass uns kurz mal das angucken hier, Peace and Safety. Wir haben echt schon viel und richtig gute Verse getroffen, vor allem im Kontext hier von diesem einen Vers da vorhin. Aber lass uns den nochmal rausholen, okay? Manchmal lohnt es sich einfach, den Kontext zu lesen, weil es ergibt halt meistens echt ein bisschen Sinn so. Okay, ist nicht immer so dieses immer nur ein Vers aus einem bestimmten Kapitel und so weiter rausholen und dann woanders ist. Natürlich, so liest man die Bibel, keine Frage, aber manchmal lohnt es sich auch für Lektionen, finde ich persönlich. Hat sich wieder mal bestätigt, einfach dann den Kontext auch zu lesen, um vielleicht bei dem Thema noch so ein bisschen andere Motivationen mit einzubringen, verstehst du? 1. Thessalonians 2 and Swivet, you know. 5:3. For when they shall say peace and safety. Okay, also Frieden und Sicherheit. Okay, was sowieso der Grundgedanke der Menschheit momentan ist. Und sie denken halt echt, dass sowas momentan existiert. Oder existiert hat davor schon. Okay, wir haben gesagt, dass sowas kommt wie ein Coronavirus. Okay. Und, okay. Then sudden destruction cometh upon them. Okay, es kann, keine Ahnung, morgen ein Tsunami sein. Okay, und der reißt ganz. Was weiß ich, halb Japan auf einmal mit, okay? Es kann alles sein, okay? Aber das checken die Leute nicht, dass sie kleine, winzige, nicht mal Ameisen sind auf dieser Welt allein schon. Die ist schon viel zu groß für die Menschen, okay? Wie viel mehr noch alles, was noch so kommt, okay? Ist mehr Space hinzu, sagt die Bibel eindeutig. As travail upon a woman with child and they shall not escape. Okay, schau dir Jahwe ein. Er kann aus einem Donnergewitter sprechen. Okay, wer bist du, Mensch? Okay, hat er zu Hiob gesagt. Okay, wunderschön. Okay, aber Leute verstehen nicht nur diese Macht nicht, sie verstehen auch die Schönheit daran nicht, was das Ganze noch ein bisschen ekliger am Ende für sie macht, weil sie halt echt sich dann dafür entscheiden, okay, genau das Gegenteil zu leben, was definitiv dann auch das Gegenteil sein wird. So viel kann man sagen. As to dwell upon a woman with child and they shall not escape. Also wie die Wehen einer Frau und sie werden nicht entfliehen können. Wie willst du auch entfliehen? Okay, wie gesagt, du kannst dir noch nicht mal ja, du kannst dir noch nicht mal 5 Tage aufbleiben, ohne zu schlafen. Okay, wer sagt überhaupt, dass du morgen aus deinem Schlaf aufwachst? Okay, und wo bist du dann? Ich habe auch mal gefragt. Okay, und so ein bisschen allgemeines Nachdenken schadet auf jeden Fall nicht. Okay. Gerade bei solchen Sachen, weil ja, unsere Möglichkeiten echt begrenzt im Endeffekt sind. Okay. Ja gut, damit dann doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel und Shalom.